Hallo meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Woche und hoffe, ihr hattet bisher ein paar schöne Tage. Und ich habe heute für euch zwei Unboxings. Zum einen das Degusta-Box Unboxing und noch einmal die Trendradar-Box. Das Lustige ist, meine beste Freundin hat sich jetzt auch die Degusta-Box bestellt und ist total begeistert. Und da bekommt man dann irgendwie per E-Mail so einen Link oder so, und dass man dann quasi seine Freunde einladen kann, sich auch die Degusta-Box zu bestellen. Und da haben jetzt auch schon einige bestellt und sie konnte sie damit anfixen. Also total lustig, wie schnell das geht und wie begeistert die auch alle sind. Also ich bin jetzt mal gespannt, was heute drin ist. Und zwar ist das die April-Box. Madeleine ist ja wieder sehr früh dran. Manaki, natives Olivenöl, extra aus Griechenland. Sehr, sehr cool. Kann man immer gebrauchen. Und zwar kostet es 9 Euro. Und das ist sortenreines Olivenöl aus Griechenland. Bon Appetit. Und zwar sind das Croutons oder Croutons, wie der Franke sagen würde, aus ofenfrischem Weißbrot. 1,29 für Suppen, Salate und zum Knabbern Tomate. Finde ich gut, mag ich gern. Ich liebe, das nennt man bei uns ja auch Bregala. Ihr wisst schon, das, was nahe die Glöß kommt. Also auf Deutsch sind so Brot angebraten in der Pfanne und das tut man dann bei uns in die Klöße rein. Ihr wisst schon, Klöße, kennt man das, wenn man nicht aus Bayern kommt? Ja, oder? Also so Kartoffelteile. Lassen wir diese Erklärungen. Einen Pechkeks für 1,50 Euro. Schwarzer Humor, du kannst nicht immer Glück haben. Den machen wir jetzt mal auf. Schwarzer Keks. Ich habe mich bestimmt überall schwarz zwischen den Zähnen. Sehr sexy. Das wird schon wieder irgendwann vielleicht. Toll. Pasta kann man immer, also ich habe ja nie irgendwas zu Hause. Ja, was andere Leute als Basics haben, hat Madeleine prinzipiell mal gar nicht im Haus. Dazu gehören auch Nudeln. Ich habe mir zwar, glaube ich, vorletzte Woche noch ein Packen gekauft, weil ich keine mehr da hatte. Aber jetzt habe ich wieder Nudeln. Lumagione, spricht man das so aus? Lumagione heißt Schnecke. Das kann man dann im rohen Zustand füllen und im Ofen garen. Coole Idee. Wenn man das macht, ist das bestimmt cool. Produkt des Monats von Rauch. 1,89 Euro und zwar Himbeer-Rosa-Pfeffersaft. Und ich liebe ja Raspberry, also Himbeere. Und demnach ist es, ja, cool. Dann mal wieder Cracker. Da sind ja oft welche drin. Und zwar sind es Mürbe-Weizenkekse aus Vollkorn. Semi-sweet, lecker und mit dem Plus an Ballaststoffen für 1,59 Euro. Immer gut, wenn man unterwegs ist. Das ist was für mich. Das ist super. Gebratene Nudeln von Alnatura, 1,99 Euro. Thai Curry, eine fertige Biomischung aus Nudeln, Gemüse und so weiter in nur wenigen Minuten zubereitet. Das ist was für mich. Zweimal Basic finde ich auch super, habe ich nämlich auch nie zu Hause. Vanillezucker, und zwar ist der vegan und bio. Finde ich prima, gerade zum Backen. Das ist ja auch was, wie gesagt, also im Prinzip backe ich ja eigentlich gerne, habe aber nie was da. Demnach 2,49 Euro, finde ich supi. So, dann haben wir hier Oliven, so wie ich das sehe. Crunchy Oliven, sonnengereifte Oliven im Knuspermantel. Cool, muss ich sagen, also ich mag prinzipiell eigentlich keine Oliven, aber dann kommt es doch tatsächlich wieder drauf an, was es für Oliven sind. Und demnach bin ich gespannt, es auszuprobieren. Wieder ein Basic, finde ich super. Und zwar Bio-Würzwürfel für schnelle asiatische Gerichte ohne Hefezusatz für 1,45 Euro. Das ist auch was. Ein Basic, finde ich super. Ihr füllt meinen Vorratsschrank auf, Degusta-Box. Sehr gut. Und noch zwei Getränke, worüber ich mich sehr freue, weil ich beide schon kenne und sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist es von Carpe Diem, Kombucha Tea Drink und Matcha, also grüner Tee. Und ich liebe ja grünen Tee, so oder so. Und die beiden Getränke kenne ich tatsächlich schon. Und 1,19 Euro kostet es und finde ich super, super lecker. Die erste Box ist leer, meine Lieben, und ich bin wieder sehr begeistert. Also ganz, ganz tolle Produkte. Wie ihr schon rausgehört habt, bin ich immer ein Fan von Basics, damit ich mal was zu Hause habe. Und da waren jetzt einige dabei. Demnach top. Meine Lieblingsprodukte, würde ich sagen, sind die zwei Drinks jetzt vom Schluss. Der Saft, also mit Himbeer, das Olivenöl. Also ich finde eigentlich alles super. Also von mir wieder zwei ganz fette Daumen nach oben.
Nun kommen wir zur Fairtrade-Box und da muss man dazu sagen, da wart ihr das letzte Mal nicht so angetan von dieser Box. Ich bin sehr gespannt, wie sie dieses Mal sein wird. Spring Fever ist jetzt das Motto. Sehr schön. Endlich ist er da, der Frühling. Das können wir, glaube ich, auch nur bestätigen, auch wenn zwischendurch mal das Wetter jetzt nicht so optimal ist. Und zwar habe ich hier eine vegane Bodylotion, 1000 schön Körperlotion, Bodylotion, Gänseblümchen, Sonnenhut. Sehr, sehr frisch und sehr, jetzt habe ich so an der Nase, glaube ich. Sie kostet 13,90 Euro, das ist ja schon viel. Finde ich, sieht auch sehr schön aus so im Badezimmer. Die riecht total clean, frisch, wie Gänseblümchen, ja. Zieht auch schön schnell ein. Doch, das ist, glaube ich, ein tolles Produkt. Dann haben wir hier, seht ihr das? Das ist so ein Stäbchen, ein Swag, Zahnpflege, Mieswachstick, Wurzelholz für die natürliche Zahnpflege. Ist das nicht was für ein Hund? Auch deine Zähne bekommen von uns einen Frühjahrsglanz verpasst. Mit der besonderen Zahnbürste aus dem berühmten Zahnputzholz Mieswack reinigst du deine Zähne nicht nur gründlich, sondern auch schonend. Ihr wollt jetzt nicht sehen, wie ich das ausprobiere, oder? Ihr wollt es sehen, ne? Ist gut für die Zähne, bestimmt es so zu öffnen. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Schere da liegen. Puh. Ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie leicht schlecht wird. Und was soll ich jetzt machen? Super. Oh. Machen wir mit dem nächsten Produkt weiter. Und zwar ein Müsli. Das ist immer super. Kann man immer essen. Und zwar von Köln. Köln liebe ich über alles. Und zwar das Schokomüsli. Perfekt. Und das kostet 2,99 Euro. Kokoswasser. Das ist eh, also Kokoswasser ist eh geil. Und das kostet 2,49 Euro. Bio-Kokoswasser. Genau. 100% aus erntefrischen grünen Kokosnüssen. Du bist die beste Mama der Welt, steht drauf. Muttertagskarte. Oh, bisschen zu spät, aber es ist ja nie zu spät, seiner Mama eine liebe Karte zu schreiben. Das ist wieder so ein Lavendelsäckchen, glaube ich. Steht hier jetzt nicht drauf, aber ich glaube, es ist einfach ein Lavendelsäckchen. Eine Halskette für 21,95 Euro. Und zwar Handmade Organic in Berlin. Schau mal, aus Holz, ein Anker drauf, auch wenn ich eher so auf Metallschmuck stehe, ehrlicherweise. Die Kette mit dem Ankermotiv sieht nicht nur an Wasserratten gut auch aus. Oh, ich kann nicht mehr reden heute, sorry. Frühlingszauberduftkomposition, gemischt aus Mandelöl für eine Massage. Massage. Und last but not least haben wir ein Geschirrtuch und zwar für 15 Euro. Bei dem schönen Wetter geht der Frühjahrsputz viel leichter von der Hand mit dem stylischen Geschirrtuch zum Abwaschen. Ich habe ja leider auch keine Spülmaschine und habe jetzt ein neues Geschirrtuch, wo steht drauf Trockenroll. Nicht Rock'n'Roll, Trockenroll. So, das war auch die zweite Box und zwar finde ich ganz cool, mein Mund brennt immer noch von der Zahnbürste. Das Müsli finde ich total cool, das Duftölteil, wo habe ich mir das hingelegt, hier, finde ich auch ganz cool. Also so, das Kokoswasser finde ich auch super, muss ich sagen. Es ist wieder eine schöne Mischung, auch aus Sachen, die man vielleicht nicht ausprobiert, wie so eine Zahnbürste, da werde ich mich nochmal genauer mit auseinandersetzen. Ja, aber das war... Soweit die Box. Ja, meine Lieben, dann bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Schreibt mir bitte, wie ihr die Boxen gefunden habt, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet und so weiter. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne, hoffentlich sehr sonnige Woche. Macht's gut. Ciao.